Kapitel 22. Torch und Tony L. als Uriel und Raphael. Der Götterbaum weint, ich seh die Tränen durch die Lüfte wehen. Flamme verstummt, doch Wut bleibt bestehen. Ich will schreien, so wie der Zorn auf mich niederschreit. Doch werde ich schweigen, wie das All über die Entstehung schweigt. Wie fühlst du dich? Wie ein Engel, der vom Himmel fällt. Konserve im Gefrierfach, weiß nicht wann mein Datum verfällt. Für jedes Lächeln, jeden Blick, den ich sah, dreht sich nun meine Uhr zurück um mein ganzes Gedankenjahr. Symbiose durch Osmose, ich hab schon vieles versucht. Werde von Dämonen gesucht und von den Göttern verflucht. Eingesperrt in Erinnerung, zu jeder Zeit Mitternacht, würde zu gerne wissen, was für Toni gerade macht. Heuchler schleimen, kleben an meinen Beinen und weinen bei meinen Reimen, weil sie meinen, sie könnten einem etwas verderben. Weil sie merken, dass ich dort bin, wo sie gern wären, doch niemals sein werden. Weil ich mir Inhalt verspreche, breche und steche. Ich während ich lächle durch die Oberfläche mit meiner Gabel in ein fettes Stück Kuchen in einem versteckten Eck, weil mich Reporter suchen. Leiste mir Ruhe, entfernt vom Medienrummel. Grub mir durch den Stressdschungel einen Tunnel. Der Tunnel endet unvollendet, der Moderator spricht. Helles Scheinwerferlicht blendet und vor mir liegen wieder 926 Lieder und wieder 365 Tage, in denen ich durch 313 Hotels jage. Auf meinem Alphabet, es wuchsen Bilder der Momente. Sehe Torch Hände, Graffiti-Wände, Züge ohne Ende. Sie sprühen die Farbe der Hoffnung, die ich in mir trage. Die Strecke der gemeinsam gereisten Landkarte mit eingezeichneten Erlebnissen, zu denen nur Torch und ich den Weg wissen. Ich höre seine Stimme, oder ist es nur Illusion? Antworten kann ich nicht, mein Gehirn braucht Konzentration. Nichts plus nichts hoch nichts ist gleich nichts. Psychosomatische Gleichung unter Einfluss des Neonlichts. Alles errechenbar, nur die Formeln, die fehlen mir. Und wie ich kalkuliere das Ergebnis, ich resigniere. Mir fallen die Worte ein von meinem Mann fest vor. Wird er sagt, Resignation sei täglicher Selbstmord. Doch was soll mir die Kraft geben, um zu leben, wenn man sich nur bewegen kann hinter Gitterstäben? Hoffe, dass der Wächter meine Gedanken hört, Gedächtnis fortnimmt, weil zur Freiheit zusammengehört. In meinen Träumen fall ich in einen endlosen Schlaf, in dem mein einziger Traum ist, dass ich endlich aufwach. Wie spät ist es, was für ein Tag, wie lange noch? Am Platz vor Mutter Sonne grinst nun ein schwarzes Loch. Was passiert da draußen? Musik, Magazine, Moden? Hey, da liegt ein Streichholz auf dem Boden. Nun hab ich nen Freund, muss nicht mehr alleine bleiben. Und durch leichtes Reiben kann ich sogar mit ihm schreiben. Erinnere mich an einen, der immer zu mir stand. Dann schreibe ich mit dem Streichholz Tony L. an die Wand. Sein Namen zu lesen ist für mich die reinste Qual. Doch halte ich durch und schreibe ihn nochmal. Zweimal, dreimal steht er nun an der Zellenwand. Eigentlich sieht man es kaum, doch für mich wird sie eingebrannt. Nebula, Genesis, Dimensionstor, zeigt den Weg nach draußen. Oh, da kommt's mir nur so vor, ich wünschte, Tony wäre hier. Ich bin doch hier. Ich kann dich nicht sehen. Torch, nimm meine Hand und lass uns gehen. Es geht nicht, Tony, ich kann leider nicht mit. Warum? Meine Hand hängt noch an diesem Strick. Uriel und Raphael, besser bekannt als Tony L. der Pate und Torch Bukowski, der Täter. Von Universum zu Universum und von Ewigkeit zu Ewigkeit.